Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, wir befinden uns hier noch in unserem süßen kleinen Warbird. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar neue Crewmitglieder. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Technikerin dabei, wir haben eine Wissenschaftlerin dabei und natürlich unseren Taktiker von Anfang an. Und ja, wir werden jetzt weitermachen, und zwar nachdem wir die Helix gemacht haben. Und so geht's ja jetzt nach Gasco Blues, auch wenn das ein komischer Name ist. Die starten wir jetzt mal. Im Gasco-System befindet sich eine Raumstation, die unserer Ansicht nach eine willkommene Bereicherung für unsere Gemeinschaft wäre. Würde man dort zustimmen, sich uns anzuschließen, hätten wir einen zusätzlichen Stützpunkt für unsere Milizschiffe und eine Versorgungsbasis, die einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau einer Kolonie leisten könnte. Ich weiß, dass sich auf der Station eine Gruppe von Flüchtlingen aufhält, die dort teilweise schon seit Jahren leben. Kürzlich sind neue Flüchtlinge eingetroffen, unter denen sich ein Commander befindet. Ich möchte, dass sie ins Gastsystem fliegen und sich auf der Station umhören. Wenn Sie zu der Ansicht gelangen, dass die Station eine lohnenswerte Erweiterung für unsere Sache ist, dann sind Sie autorisiert, ein Angebot zur Zusammenarbeit zu unterbreiten. Das ist aber schön, dass er uns so schon vertraut, der Commander Temer. Also nicht schlecht. Also da kann man wirklich sagen, dass dafür so kurz erst dabei sind, er uns da schon ganz schön vertraut. So, und als Belohnung kriegen wir noch einen Offizier, habe ich gerade gesehen. Da sind wir mal gespannt, was wir hier zu erwarten haben. Ist zwar echt ein komischer Name für das System und vor allem die Mission Gasco Blues, aber gut. We've entered the Gasco system. According to our intelligence data, the Empire built this station in the late 23rd century. But abandoned it later when the region was no longer strategically important. Word is, some refugees are living in the station now. You know the drill, right? Go to the station, preach the good news, get them on our side. Easy. Naja, mal gucken, ob das wirklich so einfach wird. So, nähern wir uns mal der Station. Ich erhalte Undock-Codes. Sie haben einen Kanal geöffnet, okay. Undock-Erlaubnis erhalt, Tetrix. Ja, das ist ja schon mal was. Wir haben noch nicht mal angeklopft und dürften schon andocken. Schauen wir mal, was wir hier zu erwarten haben. Willkommen auf der Gasco-Station. Unser Commander hat angeordnet, dass Sie während Ihres Aufenthalts von Torbol begleitet werden. Bitte wenden Sie sich an ihn, wenn Sie bereit sind, den Transportraum zu verlassen. Wer ist denn Torbol? Keine Ahnung. Ich werde, glaube ich, meine Klamotten mal ändern. Denn da habe ich mittlerweile auch ein neues Outfit. Dann nehmen wir das mal. Das passt nämlich schon ein bisschen besser zur Romulanischen Republik, finde ich. Und passt dann auch gegenüber unseren Mitstreitern leicht besser. Eventuell kriegen die auch demnächst mal die Klamotten, muss ich mal gucken. Schön, Sie hier zu haben. Die Bewohner der alten Suliban-Helix haben von Ihnen erzählt. Der Commander der Station hat angeordnet, dass ich Sie in sein Büro begleite. Sind Sie bereit aufzubrechen? Ja doch, würde ich sagen, ne? Ich sehe daran nichts Falsches. Sie sollten allerdings wissen, dass die Kolonisten hier glücklich sind, so wie die Dinge laufen. Sie werden es schwer haben, sie von ihrer Sache zu überzeugen, aber sie dürfen es natürlich gerne versuchen. Ich würde sagen, wir fragen erstmal nach Rina, bevor wir weitermachen. Rina Kev? Nein, auf dieser Station gibt es niemanden, der so heißt. Schade, hätte ja klappen können. Okay. So, dann sprechen wir mit ein paar Kolonisten, bevor wir zum Commander gehen. Da haben wir doch schon den ersten. Das werde ich jetzt aber nicht alles vorlesen. Ich werde jetzt einfach mal anquatschen. Das sind ja jetzt nur so kleine Sprechblasen. Also das ist jetzt nichts unbedingt, sag ich mal, Weltbewegendes, was die da erzählen. Einmal den und einmal den. Und der rennt einfach weg. Hier will ich auch noch reden. So. Sehr schön. Hier haben wir bestimmt auch ein paar Leute drin. Wir müssen ja auch noch einen leitenden Wissenschaftler und einen leitenden medizinischen Offizier sprechen. Das sieht so aus, als wäre einer von den beiden hier der leitende Wissenschaftler.
Achso, ich dachte, da käme jetzt irgendwie noch ein großes Gespräch oder so. Habe ich mich eigentlich schon drauf eingestellt gerade. Naja. So, dann ist das die medizinische Offizier bestimmt. Und da haben wir auch keinen wirklichen Text, außer die kleine Sprechblase da. Die Kolonisten sind nicht sehr erpicht darauf, gegen den Tal'Shiar zu kämpfen. Warum sollten sie auch? Sie haben vielleicht mehr Erfolg, wenn sie mit dem Commander der Station sprechen. Er hat mehr Mumineknochen als die meisten Leute hier. Wir nehmen den Weg durch die Technik, so kommen wir am schnellsten zum Verwaltungsbereich. Ja, dann machen wir das doch. Ich setz mal, wie gesagt, vorsichtshalber mal ein Tribble ein. Man weiß ja nie, was wir hier zu erwarten haben. Ist auf jeden Fall ein großer Technikraum. Erinnert mich aber irgendwie, als wir auf Föderationsseite waren an der Station. Würde mich nicht sogar wundern, wenn das dieselbe Station ist. Oder einfach nur eine ähnliche Station. Ah, was willst du denn? Sie gehen runter auf die Verwaltungsebene, richtig. Ich denke, dass mein Bruder dort unten festgehalten wird. Sein Name ist Heaven. Er hat nichts falsch gemacht. Gestern gab er einer der neun Wachen Widerworte und wurde daraufhin ins Gefängnis geworfen. Sie müssen ihm helfen, bitte. Okay, ist das wahr? Sein Bruder machte verrückte Anschuldigungen und verursachte Probleme. Er beharrte darauf, dass einer der Wache auf Seiten des Tal'Shiar stünde. Lieutenant, die gesamte Familie dieser Wache wurde vom Tal'Shiar getötet. Das wollte er nicht einsehen und es brach ein Kampf aus. Sowohl die Wache als auch der Bruder dieses Mannes stehen nun unter Arrest. Wenn sie wollen, können sie sie besuchen, nachdem sie mit dem Commander gesprochen haben. Okay, ja, immerhin stehen beide unter Arrest, das ist ja auch schon mal was. Wer weiß, vielleicht gab es da ja wirklich deswegen Probleme. Okay, das Büro des Commanders ist gleich da vorne. Ja, hier ist ja auch nur eine offene Tür. Dann würde ich sagen, gehen wir hier doch mal rein. Ja, schön großes Büro. Warum braucht der Commander so ein großes Büro? Auf jeden Fall auch einen schönen Blick hier aus der Station hat er hier. Und dann sprechen wir mit dem Commander. Willkommen, Lieutenant Devaro. Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe bereits einiges von Dittans Flotte und dem Kampf gegen den Tal'Shiar gehört. Ich weiß, dass Sie gekommen sind, um eine Möglichkeit anzubieten, zu helfen. Darf ich Ihnen vielleicht ein Gegenangebot unterbreiten? Ein Gegenangebot? Ja, was könnte das denn für ein Gegenangebot sein? So good to see you again, my friend. Oh. Das ist Hakif. Das ist nicht gut. Surprised. You've been one step ahead of the Tal'Shiar, but now your time has run out. Gasco Station belongs to us. Soon the Helix will be ours as well. Your little rebellion is coming to an end. I hope you enjoyed your tour of the station. You and your friends are going to be here for a very long time. Mhm. Wehren Sie sich nicht, Lieutenant. Das macht es nur schwerer für jeden von uns. Sie und Ihre Mannschaft werden einige Zeit in unseren Arrestzellen verbringen. Aber wenn Sie tun, was man Ihnen sagt, dann könnten wir über eine Freilassung nachdenken. Oder vielleicht sogar darüber, Sie für den Tal'Shiar arbeiten zu lassen. Es gibt absolut keinen Grund, heute noch mehr Gewalt anzuwenden. Der Tal'Shiar will nur helfen. Wenn sie sich uns widersetzen, muss ich wohl oder übel meinen Leuten befehlen, das Feuer zu eröffnen. Nein, wir werden nicht für den Tal'Shiar arbeiten, Ada. Das kannst du sowas von knicken. Der Tal'Shiar betrügt dich nämlich vorne und hinten. So sehr ich ihn auch glauben möchte, was kann Dittan schon ausrichten? Sie und ihre Gruppe haben keine Regierung, keine richtigen Gesetze, kein Ort zum Leben. Der Tal'Shiar kann all das und noch mehr für unser Volk bereitstellen. Ich bitte Sie noch ein letztes Mal, geben Sie auf und niemand wird verletzt werden. Naja, du solltest aufgeben, sonst wirst du gleich hier noch verletzt, Ada. So. Wo kommen deine Ach, die Klappspaten stehen sogar schon hinter mir, ganz toll. Ach, Tobol, der uns eben hier hingeführt hat, den müssen wir auch mieten. Ja, Pech gehabt.
Sollen wir den töten oder sollen wir nicht töten? Ich überlege gerade. Ach komm, wir lassen die Kackwurst mal leben. Dann kann er das mal rumerzählen. Vielleicht erkennt er dann auch irgendwann, dass er doch hätte vielleicht sich uns anschließen sollen im Kampf gegen den Tal'Shiar. Besiegen Sie die Gefängniswächter. Die Tür sieht ja nicht gerade stabil aus. Okay, die schalten wir jetzt erstmal aus. Dann werden wir nämlich gleich von dem Typen hier den Bruder hier rausholen, denn, ja, ich denke mal, den werden wir hier ganz gut benötigen wahrscheinlich. So, erstmal die Kraftfelder ausschalten. So, da haben wir doch den Heaven. Hey, I need help. Sie sind mit der Tanzgruppe verbündet. Ich habe von Ihnen gehört. Mein Name ist Heaven. Ich bin der Letzte, der noch für Gerechtigkeit einsteht. Und sehen Sie nur, wohin es mich gebracht hat. Der Tal'Shiar hat die Station vor ein paar Tagen übernommen. Ich glaube, das war direkt, nachdem Sie den Leuten von der alten Südibahn Helix geholfen haben. Ein paar von uns haben sich gewehrt und wurden ins Gefängnis gesperrt. Ich bin der letzte Überlebende. Sie müssen mich und meinen Bruder hier rausholen. Ja, seinen Bruder haben wir ja eben schon kennengelernt. We've got a problem. Someone in the station activated a magnetic shield. It's blocking all of our attempts to use the ship's transporters. We had civilians who were trying to get to the ship, but now they're stuck too. We need to get to that transporter room, shut down the shield and save any civilians that need our help. Ja, das stimmt wohl. Heaven, nimm dir meine Waffe. Wenn wir mehr Feuerkraft benötigen, sollten wir uns etwas aus vom Tal'Shiar holen. Ja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Da vorne haben die ja ein paar Kisten und beziehungsweise ein paar Waffen rumliegen. Ah, sehr schön. Ein Taktikmodul. Muss ich jetzt mal gerade gucken. Ich habe doch hier schon Granaten. Sind das nicht sogar dieselben? Ah, ich habe mir schon fast gedacht. Wir haben jetzt welche hier aus dem 23. Jahrhundert und das sind jetzt die aktuellen, aber ist eigentlich egal, weil die sind von der Stärke eigentlich ziemlich gleich. Gut, da vorne den Gang müssen wir jetzt zurücklaufen. Und da haben wir nämlich schon die ersten Wachen, die uns hier entgegenkommen vom Tal'Shiar. Bam. Sehr schön. Ach, da war da auch noch einer dran. Oder war das... Achso, das war nur der Kackspaten, den wir ja ausnahmsweise mal verschonen werden. Aber wenn der Tal'Shiar nochmal sowas abzieht und Leute dazu überredet, uns zu verraten, werden wir vielleicht nicht so zimperlich. Ah, jetzt haben die auch noch Heavens Bruder hier getötet, die Schweine. Nur weil der wahrscheinlich aufmüpfig geworden ist gegenüber dem Tal'Shiar. Weil er halt wusste, dass sein Bruder hier gefangen genommen wurde, ohne Grund quasi. Denn, eventuell war es dann wirklich so, dass der eine Offizier ein Offizier vom Tal'Shiar war. Und dass alles nur eine Lüge war, dass dem seine Eltern vom Tal'Shiar getötet wurden. Könnte ja alles möglich sein. So, unsere schöne Drohne, die gefällt mir eigentlich sehr gut, diese Suliban-Drohne. Zack. Geht auf jeden Fall ganz gut vorwärts gerade. Wir gehen jetzt aber, glaube ich, auf den direkten Weg. Wir brauchen nicht unbedingt jeden einzelnen Raum, glaube ich, clearen hier. Wir müssen ja eigentlich nur bis zum Transporterraum kommen. Schmeißen wir mal eine Granate. Ach ne, Quatsch, da ist die Granate. Ja. War schon gerade die Granate am Suchen. Aber auf jeden Fall haben wir auch unseren Schaden ein bisschen gebufft. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ach, Mann. So. Oh. Meine Schilder haben ganz schön was abbekommen. Freundschaftsdienst. Okay. Drohne und dann geht's wieder volle Kanäle rein, ja? Viele Gröbchen an Tal'Shiar-Kämpfern haben wir ja hier nicht mehr im Weg. So,
Das dürften dann die letzten sein da drin. Da schmeißt man nochmal eine Granate und der schmeißt sie nicht. Obwohl ging eigentlich, da standen links auch drei Leute. Ja, die haben ja natürlich alle Zivilisten schön eingekesselt. Die Arschgänge vom Tal Shiar. Aua, 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 das tut ganz schön weh. Wenn die mal ein Hypnospray reinsetzen. Das wäre sonst in die Hose gegangen. So, dann rufen wir das Schiff mal, um die alle rüber zu beamen. Ja, Kolonisten rüberbeamen. Obwohl unser Schiff hier eigentlich ziemlich klein ist. Ich weiß gar nicht, wie die alle da rüber holen, kommen können. There are enemy vessels inbound, and the ship is trapped in a tractor beam. Rescuing these colonists won't mean a thing if our ship is blown to pieces. Da hat er wohl vollkommen recht. Ich dachte schon gerade, Heaven bleibt hier. Weil da kein Beamstrahl war. Archiv. Naja, so schwierig ist das jetzt auch nicht. Einfach den Traktorstrahl zerstören, dann klappt das schon irgendwie. So, jetzt haben wir hier drei Tal Shiar-Schiffe, die wir vernichten müssen. Ein schwerer Mogai-War wird. Das könnte interessant werden. Obwohl, wir hauen ihm schon ganz schön die Schilde runter. Vor allem, wenn er Schwere dann hier trifft. Bats, das hat ihm richtig wehgetan. Jetzt hat er auch noch seine Waffen offline, sehr schön. Ja, siehst du mal, wir schaffen das wirklich, den Tal Shiar hier zu besiegen. Und, schade, wir hatten ja eh nur einen Geräteplatz für Technik, sonst hätte ich da die Panzerung schnell noch reingehauen. Ach man, doch auf drei erhöhen, so. Jetzt haben wir nämlich wenigstens einen Wissenschaftsoffizier. Weil ich mache das immer gerne, dass ich halt oben die Taktiksachen unten, ganz unten die Wissenschaftssachen und in der Mitte die technischen Sachen reinklatsche, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten. Und ich finde, dass damit fahre ich eigentlich bisher immer ziemlich gut. Also von daher mache ich das auch weiterhin so. Oh, der hat reingehauen. Ein Schlachtschiff nähert sich. Oh, das könnte interessant werden. Aber das werden wir schon auch irgendwie noch platt kriegen. Auch wenn ich hier kein Schlachtschiff sehe. Ach, da hinten ist es. Oh, das ist ein größerer Warbird. Ein Derex-Schlachtkreuzer. Eieiei. Da sind ja die dicken Dinger von den Romulanern. Also zumindest die richtigen dicken Kanonschiffe, glaube ich, ne? Die es auch noch in den Serien gab. Und wir fliegen hier noch mit unserem quasi Kackschiff rum. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, das Schiff hier auszuschalten. Ah, jetzt treffen sie ja mit einer ziemlichen Breitseite. Oh! Schnell weg da, ich will nicht in die Explosion rein. Ah, sehr schön, hat noch funktioniert. Und damit haben wir die Tal Shiar-Schiffe zerstört. Das stimmt wohl. Ich bin gut mit dem Weapon und ich weiß meinen Weg um ein Schiff. I'd be honored to stay aboard and help you fight the Tal Shiar. Ja, gerne darfst du an Bord bleiben. Wir verlassen jetzt erstmal das System hier. Denn wer weiß, wie viele Tal Shiar-Schiffe hier noch kommen würden. So. Dann rufen wir mal schnell Timar. We're counting on you.
Wir haben damit gerechnet, dass es am Ende soweit kommen würde. Der Talchia unternimmt viel Anstrengung, um uns daran zu erinnern, weitere Verbündete zu bekommen. Selbst Takif ist daran verwickelt. Die schlechte Nachricht ist, dass wir die Gestro-Station verloren haben. Die gute Nachricht lautet aber, dass uns der Talchia ernst nimmt. Das heißt, dass wir an Stärke gewinnen. Ich werde mit Titan sprechen. Ich bin überzeugt, dass es an der Zeit ist, ernsthaft für unsere Freiheit zu kämpfen. Da hast du vollkommen recht. Wir sollten aber wirklich uns mal langsam bemühen, einen Heimatplaneten zu finden. Denn da könnten wir unsere Streitmacht besser aufbauen. Hier ist ein Wissenschaftsoffizier. Okay, wir haben doch schon einen. Ach, Suche nach Neuromonus wäre sowieso die nächste Mission. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. So, dann gucken wir mal. Okay, ja. Naja, muss ich mal gucken. Ja, auch hier fähigkeitenmäßig habe ich natürlich erst drei. Da lohnt es sich nicht groß noch was umzuwerfen. Ich werde hier in die Hüllenverbesserung allerdings noch ein Teil reinhauen. Und dann können wir nämlich dann ab der nächsten Stufe hier die Taktikreihen wieder weitergehen. So, okay. Ja, dann wäre das erledigt. Dann werde ich mal ein bisschen durch den Weltraum fliegen und würde sagen, wir machen an der Stelle hier Schluss und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!